Ich zeige Ihnen jetzt original Thüringer Klöße, passend zu unserem Hirschbraten Baden-Badene. Für die Zubereitung brauchen wir nichts weiter als rohe Kartoffeln, gekochte Kartoffeln, Salz, etwas heißes Salzwasser, drei Schüsseln, eine Reibe und einen Schäler. Die meiste Arbeit dabei ist das Reiben der Kartoffeln. Vorher erstmal schälen. Dafür sind am besten festkochende Kartoffeln geeignet. Es gehen aber auch vorwiegend festkochende Kartoffeln. Als nächstes werden die rohen Kartoffeln gerieben. Immer schön auf die Finger aufpassen. Dafür verwendet man die feine Reibe, also nicht die grobe. Für die Zubereitung der Thüringer Klöße verwendet man ein Drittel gekochte Kartoffeln und zwei Drittel rohe Kartoffeln vom Verhältnis her. Insgesamt rechnet man pro Person zwei ganze Kartoffeln. So. Mit den rohen Kartoffeln bin ich fertig. Als nächstes werden die gekochten Kartoffeln gerieben. So sieht es dann aus. Als nächster Schritt werden die rohen geriebenen Kartoffeln ausgepresst. Dazu eine Schüssel nehmen, am besten ein Passiertuch, in dem Falle, es geht aber auch ein einfaches Küchentuch. Nicht gleich alles zusammen reingeben, weil es so fest wie möglich, so gut wie möglich ausgepresst werden muss. Einfach zusammennehmen, drehen und so fest wie es geht auspressen. Das ist besonders wichtig, wenn man den Teig nicht richtig auspresst, haben die Klöße dann keinen Halt und zerfallen. Mit einer Kartoffelpresse geht das natürlich viel besser. Für diejenigen, die zu Hause eine haben. So, jetzt habe ich auch den Rest ausgepresst und gebe das hier mit dazu. Der nächste Schritt ist das Gewinnen der Stärke. Wird gemacht, indem man einfach das Wasser vorsichtig abgießt, sodass nur noch die reine Kartoffelstärke zurückbleibt. Sieht so aus. Die Stärke ist wichtig für die Bindung der Klöße. Und im Ursprung heißen original Thüringer Klöße auch grüne Klöße. Das hat damit zu tun, dass wenn man den Teig etwas länger stehen lässt, die Stärke oxidiert und dem Teig eine grünliche Farbe gibt. So, die wird jetzt hier dazugegeben. Als nächstes etwas salzen und etwas heißes Salzwasser dazugeben. Jetzt werden die rohen geriebenen Kartoffeln mit der Stärke, dem Salz und dem Salzwasser gut durchgearbeitet, bis wir als nächstes dann die gekochten geriebenen Kartoffeln dazugeben. Und dann sind wir auch schon fast fertig. Das reicht. Als nächstes die gekochten und auch gut durcharbeiten. Der Teig hat die perfekte Konsistenz, wenn er sich als Ganzes vom Rand ablösen lässt. Und damit können wir zum letzten Schritt übergehen, das Abdrehen der Klöße. Dazu die Hände ein bisschen feucht machen, dann klebt es nicht so. So, in heißes, aber nicht kochendes Salzwasser geben. Die Klöße werden nicht gekocht, sondern gar gezogen. Wie gesagt, nicht im wallenden, kochenden Wasser. Circa 20 Minuten. Das sind jetzt unsere original Thüringer Klöße als Beilage zu unserem Hirschbraten Baden-Baden. Ich hoffe, es hat Ihnen Freude gemacht. Ich wünsche viel Spaß beim Nachkochen. Ihr Matthias Menz. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de